Nicht schon wieder. Ich war hier schon einmal. Immer und immer wieder. Nahezu jede Nacht. Nach dem Schäfchen zählen. Keine Ahnung, was das ist. Sieht mir nach einem fliegenden Ding aus. Kaum vertrauenserweckend. Zumindest bin ich noch nicht darin abgestürzt. Aber so sicher bin ich mir nicht mehr. Der gleiche Traum zum tausendsten Mal, aber ich erinnere mich an nichts. Das ist vermutlich auch ein Teil davon. Aber immer besser, als jetzt aufzustehen. Ich habe mein "Wenn hasse ich am meisten" Liste noch nicht fertig. Okay, liebes Gehirn, lass es uns tun. So, und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu Harvester of Dreams. Jawohl. Muss ich noch irgendwas machen? Jo. Überspringen, alles gut, Tastaturbelegung, Inventar, bewegen, Rennen, Modus, bewegen, okay. Wie gesagt, ein herzliches Willkommen zu diesem ersten Part von dem Spiel, das ich auf Steam entdeckt habe. Und zwar unter Indie Games und Early Access. Also das Spiel ist anscheinend noch in der Early Access. Und ja, ich dachte mal, dass wir das gemeinsam zusammen ausprobieren können, meine lieben Freunde, ne? Das ist so ein bisschen, ja, so Games, wie ich einfach ein bisschen mag, ne? Nicht so rumgeballer und nicht so rumgerenne. Einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen durch die Gegend laufen, ein bisschen den Ruhigen raushängen lassen. Genau sowas ist das halt. Und, ja, fangen wir doch mal gemeinsam an, würde ich sagen, nicht? Los geht's! Okay, ja, hier, laden 100%. Tatsächlich wollte ich Pilot werden. Aber dafür fehlt mir der stabile Magen. Okay. Als sie mich nach dem Simulator in ein echtes Flugzeug steckten, mussten wir uns alle neuen Hemden besorgen. Also alle neue Hemden besorgen. Das war vielleicht ein Gestank. Also der hat sich übergeben. Sieht nach meiner zweiten Chance aus. Here we go again. Okay. Wir sind anscheinend am Träumen, nach allem, was ich bis jetzt erfahren habe. Oder auch nicht. Das werden wir vielleicht noch erfahren. Können wir noch irgendwas machen? Also wir sind am Fliegen. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Okay. Lass mich nochmal kurz bei der Einstellung schauen. Steuerempfindlichkeit ist gut. Aha. Auflösung ist auch okay. Auf Deutsch. Mhm. Kein Gamepad. Zurück. Okay. Ja, das ist eigentlich alles. Dann würde ich fast vorschlagen, dass wir das Schiff mal erkunden. Was haben wir hier? Hallo, 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 hallo. Sind wir alleine? Können wir hier was machen? Nein. Oh. Warum geht das nicht auf? Komisch, komisch, komisch. Wir sind in einem Traum, aber können nicht machen, was wir wollen. Öffnen wir die Tür. Es hat nichts gebracht, es sehr lange anzustarren. Es ist zu. Okay, es ist zu. Vielleicht auf der Seite. Auch nicht. Eine sehr verschlossene Tür. Es hat nichts gebracht, es sehr lange anzustarren. Gut. Wir kommen also hier nicht rein, nicht raus und wissen auch ehrlich gesagt gar nicht, was wir machen müssen. Die Türen gehen nicht auf. Was haben wir hier? Ah, wir haben hier Schalter. Zeig mal her. Okay, wir können drei... Wir haben nichts zu machen. Wir haben drei Schalter. Tun wir mal alle nach unten. Das sieht mir nach... Das konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Nach was aus? Nach einem Schlüssel? Ein schöner Schlüssel. Schön nutzlos. Was nutzlos? Damit kriegen wir doch sicher die Türen auf. Nein, anscheinend nicht. Okay. Hier. Können wir... Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie wir interagieren nochmal. Ah, hier. Ich nehme mal hier. Muttis schlaues Kind eben. Okay. Da steht eine Zahl. 212. Okay. 212.
Bestätigen. Error. Falsch. Okay. Damit kriegen wir wahrscheinlich die Tür auf, nehme ich mal an. Drei Zahlen. 212. Vielleicht 121. Bestätigen. Falsch. Wir haben hier nichts mehr. Okay. Sind die Tasten vielleicht ein bisschen abgenutzt oder so? Guck mal hier. Süden, Westen, Osten, Norden. Ah! Nee, oder? Süden? Westen? Nee, Osten. Osten? Keine Ahnung. Nee, auch nicht. Oder, das heißt, Südwest? Das wäre hier, 7, Südwest. Nee, warte mal. Süden? Nochmal zurück. Also, sicher mal. Süden. Das müsste doch dann die 8 sein. Süden. West. Das geht ja gar nicht. Hä? Wartet mal. Süden, Westen, Osten, Norden, Osten. Es sind ja 5. Wir brauchen aber 3. Das heißt, sicher mal ist das Südwest. Würde ich jetzt sagen. Seife. Warte. Tut mir leid, ich kann das noch nicht. Im Kopf. Südwest. Osten. Ah, okay, geht doch, doch. Osten. Osten und Nordosten. Oho, nicht schlecht, Leute. Und was passiert jetzt? Oh. Yes, wir kommen weiter. Warte, ich will hier rein. So. Oh, der sieht gruselig aus. Ich weiß nicht mal, ob das ein Horrorgame ist. Ich habe nicht mal nachgeguckt. Am Ende ist das so ein Horrorgame. Da ist ein Handabdruck. Okay, hier können wir nichts machen. Wir haben auch nichts im Inventar. Wir können rennen. Das ist kein gutes Zeichen für ein Spiel. Das heißt, wir können anscheinend vor etwas wegrennen. Oh. Früher oder später kann ich einen gebrauchen. Was ist denn das? Ein Fallschirm. Hier hat es ja einige Fallschirme. Die ist verschlossen. Die ist verschlossen. Die wäre offen. Guck mal, hier haben wir einen Schalter oder sowas. Es scheint nichts zu funktionieren. Hey, am Ende ist das ein Horrorgame, Leute. Okay. Nee, das ist, glaube ich, eher nur so ein kleines. Das ist eher nur so ein Rätselspiel, denke ich mal, oder? Ein Knopf. Was haben wir bekommen? Ein Glas. Ein leeres Glas. Oh, Leute. Gold, schwarzer Diamant. Ja, und? Hä? Ah, okay. Ich habe auch keinen Ball. Demon Ball spielen. Ich habe aber gar keinen Ball. Okay, schauen wir doch mal, was wir hier machen können noch. Da können wir durchgucken. Oh nee, eine Linse. Die habe ich jetzt genommen? Scheint fast so. Okay. Diese Statue sieht aus wie ein Smoking von so einem Butler oder von einem Bediensteten. Wieso können wir denn hier so Tränke mixen? Das ist wahrscheinlich hier so eine Art der Partyraum oder so, oder? Also wir haben ein Glas und wir haben hier eine Linse bekommen. Benutzen. Kann ich aber nicht benutzen. Das gefällt mir alles noch gar nicht. Habe ich sie noch im Inventar? Ja. Okay.
kann ich eigentlich nicht wirklich viel machen, glaube ich. Ich glaube, die kann ich gar nicht bedienen. Kann ich noch ein Glas haben? Danke. Wir haben aber trotzdem immer nur ein Glas im Inventar. Okay. Credits. Spielstand zurücksetzen. Einstellungen. Ich wollte eigentlich nochmal die Tastenbelegung, aber ob es vielleicht noch irgendwelche Tasten gibt, von denen wir nichts wissen. Demon Ball. Demon Ball spielen. Platte bewegen. Kugel fallen lassen. Spiel beenden. Ich habe aber gar keine Kugel. Ich will spielen. Münzeneinwurf. Zählt ein Knopf auch? Aber ich habe keinen Knopf. Okay. Das... Oh, was haben wir hier? Ein Rohr. Ein Kupferrohr. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Wieso ist denn jetzt die Tür einfach aufgegangen? Ich habe halt wirklich Schiss, dass hier hinter der Ecke irgendwo was steht, ne? Egal jetzt. Eine leere Ölkanne. Leer, aber schmutzig. Mann, Mann, Mann. The Tuner. Okay. Fallschirme, Fallschirme. So viele Fallschirme, aber wir sind komplett allein auf diesem Schiff. Also wenn das ein Traum ist, ist das ein sehr, sehr komischer Traum. Ja, die ist logischerweise verschlossen, geht nicht auf. Da scheint ein ganz schöner Druck auf den Rohren hier zu sein, ne? Okay, dann laufen wir mal weiter. Oh, Mann. Ich meine, vorhin kam ja auch dieses... Beim Logo... Oh, ist das laut hier. So, für was auch immer wir diese Ölkanne brauchen. Oh. Ich sollte eine Gasmaske dabei haben, wenn ich die Tür aufmache. Wenn die Tür aufgeht. Okay, wir haben keine Gasmaske, also müssen wir wieder runter. Für was auch immer ich diese Ölkanne brauche, ich weiß es nicht. Ich frage mich, ob die Türen ganz unten... Nee, die gehen nicht auf, oder? Ich meine, im untersten Stockwerk, wo wir gewesen sind. Das ist aber ein Riesenschiff. So. Die gehen nicht auf, oder wie? Nee, die... Ich kann aber da durchgucken. Komisch. Und die hier? Die geht auch nicht auf. Und die hier? Die geht auch nicht auf. Und die hier? Die geht auf. Da ist Blut drin, oder? Scheiße. Hier haben wir Münzen für den
Ist das unser Zimmer oder was? Oh, eine Gasmaske haben wir auch gefunden. Oh Mann, nee. Und ein Spiegel. Der ist verschmiert. Sehen wir nichts. Blut. Als wäre hier ein Kampf gewesen? Oder Abdruck? Scheiße. Doch ein Horrorgame. Keine Ahnung. Vielleicht. Können wir kacken gehen wenigstens. Ich mach mal gleich in die Hose. Nee, geht auch nicht. Kriegen wir hier irgendwelche Schubladen auf? Die ist schon offen, aber können wir nichts machen. Wir haben eine Gasmaske. Okay. Also doch ein Horrorgame. Hätte ich mich vielleicht mal vorher erkundigen sollen. Ist nicht schlimm, Leute. Ich mach... Oh. Wenn mir das Ding auf den Kopf gefallen wäre. Hallo? Hallo? Was soll denn das? Sonst seid ihr noch ganz bei Trost. Heb mal das Ding wieder hoch. Geht nicht mehr. Okay. Okay, Leute. Da ist noch was. Ah, nee. Das wäre sonst jetzt der erste Part gewesen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. ich finde es auf jeden Fall interessant jetzt, wie es hier drin aussieht. Bin mal gespannt, wohin uns die Geschichte noch führen wird. Und ist das ein Traum oder nicht? Oder was machen wir hier drin? Oder was passiert auf jeden Fall noch? Was hat das mit dem Blut auf sich? Also, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder helft mir ein bisschen, indem ihr das Video teilt oder mich einfach ein bisschen unterstützt mit einem Abo oder mit einem netten Kommentar. Und ansonsten würde ich euch sagen, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr einfach dieses Video guckt. Und ja, genau, haltet die Ohren steif, macht's gut.